Hey lieben Leute, jenseits aller Welten, ich bin der Bruger und ihr seht hier, they are here, die Demo. Das sind meine Kanalunterstützerinnen und Kanalunterstützer. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Amy in the Shadows, Andy Glaso, Ani Nakashima, Ani 1407, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Bleary Cabbage 8, Blue Fire 486, Cindy H, Commander Game, Deklede 95, Dinok XEX, Onkor 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, Caruso, Leon der Mettler, Lichtkrieger, Maurice MZ, Metal Dragoner X, Mr. Numdos, Neo Chaos, Nixstar, Not So Toxic, Pat Kadi, Panarik 90, Patrick Koller, Poison Ivy, Pupo Fischpup, Raik Boretzki, Raileon Donovan, Rufus Platus, Schattenmonster, Sebastian HH, Seguian Fantan, Simi Rizzi, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Star Fox 12345 4321, The Phoenix, Torferde, Troop 2222, TWD Mr. Wayne, Wutzli, X-Rock und ZX94. So, und damit jetzt auch mit Facecam, Leute. Willkommen zu They Are Here, Alien Abduction Horror. Das ist der Alien-Simulator. Nee, ist er nicht. Es ist ein Horrorspiel. Ich habe da irgendwann, glaube ich, schon mal was zu gezeigt. Da gab es schon mal eine frühere Demo zu. Und jetzt gibt es noch eine neuere Demo. Und das Spiel soll dieses Jahr noch rauskommen. Und ich bin ja generell dafür, dass man mehr mit Aliens macht an Horror. Das ist immer so ein ganz unerforschtes Feld. Also im wahrsten Sinne. Und deswegen würde ich mir persönlich wünschen, dass da mehr ein bisschen, nicht immer dieses ganze, gehst in ein Haus und da kommt auf einmal so ein Zombie oder kommt ein Monster und du wirst entführt und bla und du kommst nicht raus, ne? Man kennt es. Kommt mal kurz in die Optionen. So, und das hätten wir jetzt. Ich habe es mal eingestellt alles. Und jetzt starten wir die Demo. Auf der Gracewood Farm traten unerklärliche Phänomene auf. In der Nacht des 7. August sah die Familie Sherman grelle Lichter am Himmel, die sich mit rasender Geschwindigkeit über das Maisfeld bewegten. Die Lichter bewegten sich in chaotischer Richtung und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Nach einiger Zeit verschwanden sie. Dieses seltsame Verhalten am Himmel wurde 5 Tage lang um die gleiche Zeit nachts beobachtet. Nach Angaben des Hofbesitzers wurden alle Tiere verrückt. Der Hund wurde aggressiv, versuchte ihn anzugreifen und biss ihn. Die Kinder beschwerten sich, dass jemand unter ihren Fenstern schlenderte. Der Bauer Peter Sherman sah bei der Feldarbeit eine seltsame Gestalt, die sich wie ein, die nicht wie ein Mensch aussah. Was war das? Ein absichtlicher Betrug oder ein Wunsch, alle auf sich aufmerksam zu machen oder eine außerirdische Invasionssensation? Die Journalistin Taylor Fox reist zur Gracewood Farm, um einen Fotobericht für eine Lokalzeitung zu drehen. Herunterladen. Ja, das heißt sowas wie Loading, einfach ein Loading Screen. Aber schön, dass es auch in Deutsch schon ist. Und ihr habt ja noch gesehen im Menü, hoppala, ist ein bisschen mit dem Farmer Peter Sherman reden. Ihr habt ja gesehen, im Menü gab es auch, ja, ist ein bisschen Tearing hier, aber ist nicht so schlimm, das kriege ich im Schnitt raus, glaube ich. Ja, also ihr könnt auch Geschichten und Ideen schicken an diese E-Mail, die ihr gesehen habt, unten rechts im Hauptmenü. Linke Maus, dass du gedrückt hast, um mein Foto aufzunehmen. Das ist ein großartiges Material für eine Fotostory. Drei Lichter, okay. Charmans Haus. Und wie gesagt, es ist nur eine Demo. Das Spiel soll dieses Jahr noch erscheinen, 2022, hoffe ich doch. Ist ja immer so eine Sache. Wenn es kleine Entwicklerstudios sind, vielleicht sogar nur eine Person, kann das unter Umständen auch mal ein bisschen krass verzögert sein, dass es vielleicht doch dieses Jahr nicht mehr kommt. Obwohl das Jahr erst angefangen hat. Ich muss die Maus ein bisschen schneller. So, jetzt danke. Ja, man weiß halt nie, ne, was da noch alles passiert, was da für Faktoren noch mitspielen. Wie gesagt, wenn die Person noch arbeitet, die es entwickelt, ne, ist klar, dann wird es nicht so flott gehen. Zettel des Farmers. Herr Fox, wir haben einen Termin vereinbart, aber es kam zu einem Unglück. Unsere Tochter ist verschwunden. Meine Frau begab sich in die Stadt, um jemanden um Hilfe anzugehen. Mein Sohn und ich untersuchen die Farm. Wir hinterlassen Zettel für Sie und die Polizei, falls wir einander verfehlen. Seien Sie vorsichtig. Peter Sherman. Das Haus untersuchen. Ich glaube ja, dass die nicht mehr ganz da sind, die Leute. Die sind schon... Unheimlich. Was steht da? H-N-E-A-R. Auf dem Foto sind die Mitglieder der Sherman-Familie.
Die Tochter ist aber schon ein bisschen älter, ne? Aha. Hier ist abgeschlossen. Eine alte Zeitung. Oh ja. Dies ist eine alte Zeitung über Kornkreise und andere unerklärliche Phänomene. Es sieht so aus, als ob das hier schon lange passiert. Warum wusste ich das nicht? Extraterrestrial Hypothesis still unproved. Ja, ja, die berühmten Kornkreise, ne? Also, es ist jetzt nichts, woran man glauben kann oder muss, glaube ich, Aliens, sondern ich denke mal, es ist schon realistisch, dass es außerirdisches Wesen gibt in unserem ganzen All, in dem wir existieren hier, im Weltall. Ist nicht unbedingt in unserem Sonnensystem, aber, ne, ihr wisst ja, wie groß das alles ist. Und ich glaube nicht, dass sie friedlich sind. Wir sind wahrscheinlich eher ein Versuchsobjekt für die. Auf dem Foto Mitglieder der Sherman-Familie. Aber ich glaube trotzdem, die Kornkreise, das war Spinnerei, das war... Naja, das ist nicht echt. Hat sich irgendjemand ausgedacht, hat sich gedacht, haha, auf dem Foto Mitglieder der Sherman-Familie, ja. Was ist denn hier, eine Gummiente? Oh, das Tiering ist furchtbar, aber man sieht es zum Glück nicht in der Vorschau. Es sieht so aus, als ob das, dieses Bild von der verschwundenen Tochter des Farmers gezeichnet wurde. Das Blatt ist beidseitig bemalt. Er hat den Hund getötet, der Mr. Gray. Megan. Zelle des Farmers. Das ist das Zimmer der Tochter. In der Nacht höre ich ein seltsames Geräusch. Wie gut, ich lese es lieber auf Englisch. Das ist das Zimmer meiner Tochter. Während der Nacht habe ich ein seltsames Geräusch gehört. Als ich reinkam, war sie nicht in ihrem Bett und das Fenster war weit offen. Ich bin sicher, sie wurde von diesen Dingern entführt. Oh nein, das arme Mädchen. Gerade die Kleinste haben sie sich geschnappt. Funkgerät. Allem Anschein nach gehört das dem verschwundenen Mädchen. Beim Lauschen kann man sehr seltsame Laute hören. Property of Megan. Eigentum von Megan. Boah. Wo ist die Tür zu? Oh mein Gott, ist das widerlich hier. Ich sag ja Aliens, Leute, Aliens. Der verrückte Typ mit den Haaren, also... Hört auf meine Worte, Aliens. Während der heiße Scheiß für Horrorspiele. Ein Foto aus dem Internet. Es sieht so aus, als hätte Peter Sherman etwas Ähnliches gesehen. Das sieht unheimlich aus. Ach, kennt ihr die Alien-Autopsie? Da gibt es einen Film drüber. Das war wirklich alles nur eine Verarsche. Ja. Hätte etwas Ähnliches gesehen. Oh, cool. Oh, das ganz rechts macht mich total... Uah, macht mich total... Guck mal, Gollum haben sie auch fotografiert. Oh mein Gott, ist das eklig. Kindertagebuch des Farmers. Sticker. Ich habe ein altes Tagebuch gefunden. Wie konnte ich das vergessen? Ja, ich war damals 15 Jahre alt. Wie konnte ich das alles vergessen? Der Text. Heute war der tollste und gruseligste Tag meines Lebens. Ich habe Außerirdische gesehen. Meine Eltern denken, ich lüge. Aber es ist wahr. Ich habe an einem verlassenen Pier am Fluss geangelt. Plötzlich wurde ich von einem Grollen von hinten betäubt. Ich drehte mich um. Eine riesige Scheibe mit vier blinkenden Lichtern oder Fenstern drehte sich genau über dem Boden. Ich fühlte einen Schlag, der mich in die Luft zu werfen schien. Alles blieb hängen, als ob ich in der Schwerelosigkeit wäre. Alles um mich herum wurde plötzlich blendend hell und kam mir vor, als... Es kam mir vor, als ob ich ohnmächtig würde. Ich erinnere mich an drei Außerirdische mit grauer Haut und großen Augen. Ich wurde auf den Tisch gelegt und ich fühlte mich daran festgewachsen. Also wie festgewachsen? Sie standen über mir. Es schien mir, dass sie miteinander telepathisch kommunizierten. Dann kam einer von ihnen und tat etwas in meinen Kopf. An nichts mehr kann ich mich sonst erinnern. Ich bin spät am Abend am Pier aufgewacht und habe es kaum geschafft, nach Hause zu kommen. Mir dröhnte der Kopf und ich ging wie im Delirium nach Hause. Zu Hause fand ich mehrere Schnitte an meinem Körper und zwei kleine, sehr gleichmäßige Löcher hinter dem Ohr. Was war das? Ich habe Angst einzuschlafen. Oh. Okay. Ich dachte eben... Oh mein Gott.
Was zum... Oh mein Gott. Ach, ich wollte mir das auf dem PC noch angucken, was da war. Scheiße. Zettel des Farmers. Ich sag ja, das ist so viel Potenzial. Ich habe vieles über diese Ungeheuer gelernt. Man nennt sie die Grauen. Das sind die kleinen grünen Männchen. Das sind keine kleinen grünen Männchen, sondern hohe, unheimliche und gefährliche Kreaturen. In der Regel werden sie wie folgt beschrieben. Ein zum restlichen Körper überproportional großer Kopf, keine Haare, tiefe schwarze Augen, graue Haut, lange dünne Gliedmaßen. Ihre Stimmen sind unvorstellbar. Diese Außerirdischen sind sehr aggressiv gegenüber Menschen. Alles beginnt mit grellen Lichtern am Himmel in der Nähe des Hauses, die sich auf einer bestimmten Bahn bewegen. Hierbei haben die Menschen Nasenbluten, starke Kopfschmerzen und Ohrensausen und die Tiere beginnen zu rasen. Dann stoßen die Menschen auf Gedächtnislücken. Das sind die Zeitspannen, in denen sie sich an nichts erinnern können. Als sie das Bewusstsein wiedererlangten, fanden sie sich anderswo wieder, zum Beispiel mitten auf einem Feld oder auf einer Straße mehrere Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Bei einigen kamen furchtbare Erinnerungsfetzen zurück. Die Leute erinnerten sich an schreckliche Erlebnisse. Die Außerirdischen erlangten die Kontrolle über ihren Geist und beeinflussten ihre Psyche. Man konnte auch Spuren am Körper finden, und zwar Schnitte. Bei der Palpation war eine Verhärtung fühlbar, ein Fremdkörper, der sich unter der Haut rührte. Oh mein Gott. Was war das? Es war widerlich. Diese Geräusche. Jemand hat die Pizza gefressen. Zettel des Farmers. Als Kind begann ich Kopfschmerzen zu empfinden. Bis heute plagen sie mich immer wieder. Dutzende Male wandte ich mich an Ärzte, aber niemand konnte den Grund ihrer Entstehung erklären. Und in letzter Zeit ist ein unangenehmes Jucken am Hinterkopf hinzugekommen. Die Antwort ist einfach. Die Entführung. An die Entführung durch Außerirdische erinnerte ich mich erst, als ich mein altes Tagebuch fand. Eben dann begannen die Migränen. Die Schnittwunden hinter dem Ohr, die mir dann aufgefallen sind, sie haben ihre Spuren hinterlassen. Genau da. Da gibt es eine Schramme. Ich bin sicher, sie haben etwas eingebracht, eine Art Sender oder Implantat. Deswegen habe ich alles vergessen. Ich habe mich endgültig entschieden, es herauszureißen. Ich bin nicht verrückt. Oh. Oha. Eine Büchse mit einem seltsamen Gerät. In einem Zettel behauptet Peter Sherman, ein außerirdisches Implantat hätte dem Ohr vorher rausgeschnitten zu haben. Vielleicht nehmen? Ja, ich nehme es mit. Natürlich nehme ich es mit. Fotos von toten Tieren. Die Tiere sind wahrscheinlich von der Gracewood Farm. Ach du Scheiße, die ist total skelettiert. Das wirkt auf jeden Fall ein bisschen gestelzt gerade. Und auch nicht sehr gut. Ja. Machen bitte. Ja. Aha.
Scheibe berührt. Hey. Oh. Geh doch mal ins Auto zurück, ne? Jetzt sind's 5. Hey. Lass mein Auto in Ruhe. Oh mein Gott, alter Schwede. Ich glaube, das wird nichts bringen. Ach komm, die lassen uns nicht entkommen, oder? Scheiße. In der Vollversion des Spiels finden Sie ein großes Territorium der Gracewood Farm und eine vollständige Geschichte einer Entführung durch Außerirdische. Fügen Sie das Spiel Ihrer Wunschliste hinzu, um eine vergünstigte Veröffentlichung nicht zu verpassen. Oh, hab ich schon. Also ja, Leute, zieht's euch rein. Alien Abduction, nee, wie heißt das? They were here, they are here. Nein, ist egal, dieses Spiel. Ihr seht's ja im Titel. Oh, ich bin ganz durcheinander. Oh, ich hab Gänsehaut und mir zittert's ein bisschen. Aber gut. Ich sage, Aliens sind wieder ein ganz neues Thema. Finde ich geil. Ich hoffe, ihr seht's genauso. Lasst mich wissen in den Kommentaren. Es ist halt schon ein bisschen älter. Ihr habt es sicher schon gesehen. Aber wenn nicht, habt ihr hoffentlich nochmal ein bisschen Spaß gehabt. Und ja, wir sehen uns. Ich bin der Bruger. Macht's gut. Tschüss.